Alles neu beim SV Horn. Neuer Kapitän, neuer Goalgetter und dazu ein Heimkehrer. Wir treffen uns mit Marcel Todt, Erkan Kara und Florian Sitzam im Horner Stadtpark und sprechen vor dem Ligaauftakt mit dem neuen Leader über seine neue Rolle im Team. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so viel anders, weil ich glaube, ich habe die letzten zwei Jahre auch schon eine sehr wichtige Rolle einnehmen müssen in einer Mannschaft, die was auch schon sehr jung war. Aber jetzt natürlich ist es alles neu. Wir haben viele neue Spieler, auch viele, die was manchmal das erste Mal zweite Liga spielen. Und ja, es gehört einfach dazu, dass ich da ein bisschen vielleicht den einen oder anderen helfe und auch zur Seite stehe. Aber ich nehme es gerne an, die Rolle, und versuche das Beste draus zu machen. Zurück im Waldviertel ist Publikumsliebling Florian Sitzam. In der Saison 2014-15 noch als junger Spieler kehrt er mit Bundesliga-Erfahrung zurück an die alte Wirkungsstätte. Ja, also zum einen bin ich mal ein bisschen älter geworden als vorher. Habe mehr Spiele gemacht, natürlich mehr Erfahrung gemacht, auch in der Bundesliga, eine Tasche höher. Habe da sehr viel dazugelernt und das will jetzt meine Erfahrungen natürlich auch weitergeben an die jungen Spieler, weil wir sind einen jungen Kader. Da gehöre ich mit meinen 25 Jahren schon zu den Älteren, unter Anführungszeichen. Und ja, will da eine Führungsrolle einnehmen, nachdem ich eigentlich von der Bundesliga jetzt wieder in die zweite Liga komme. 84 Tore in den letzten 90 Pflichtspielen, 22 Tore bei 28 Einsätzen in der abgelaufenen Saison. Mit Erkan Kara kommt der ersehnte Goalgetter zum SV Horn. Der SV Horn hat mich mit seinem Projekt überzeugt, dass sie vieles vorhaben, und ich glaube, dass es für mich ein guter Schritt ist, und ja, wir werden sehen, was die Saison bringen wird. Ich habe andere Alternativen auch gehabt, natürlich, aber ich habe es mir gut überlegt, und Horn hat mich davon überzeugt, dass es für mich der richtige Schritt ist, und ich glaube auch für mich, dass es der nächste Step ist in meiner Karriere, und ich glaube auch, dass es weiter nach vorne gehen wird. Mit zwei Toren im Cup hat er den perfekten Einstand bereits gefeiert. Die heimischen Fans hat er schon vor dem Ligaauftakt auf seiner Seite. Natürlich ist es mir sehr wichtig. Ich freue mich immer, wenn ich Tore mache und damit meiner Mannschaft helfen kann. Wir sind froh, dass wir gut gestartet haben und gleich einmal gewonnen haben und ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Ja, die Anerkennung der Fans ist mir sehr wichtig. Ich freue mich schon aufs erste Spiel. Ich brenne schon drauf, und ich glaube, dass wir einen guten Start hinlegen werden. Nach turbulenten Jahren in Horn möchte man an alte Erfolge anschließen. Einer, der weiß, wie es damals war, ist heute wieder zurück. Ja, ich freue mich natürlich auf der anderen Seite, dass ich zurück bin beim SV Horn. Ich habe persönlich eine sehr schöne Zeit erlebt. Das war natürlich ein Mitgrund, warum ich wieder zurückgekommen bin. Die Rahmenbedingungen passen einfach. Es ist auch wieder der alte, neue Vorstand und die sportliche Führung wieder da. Mit denen habe ich gute Gespräche geführt, und dementsprechend bin ich wieder zurück und freue mich auf die Aufgabe hier. Die Fans wieder zurück ins Stadion zu bringen, das ist das erklärte Ziel. Mit offensivem Fußball, Toren und Erfolg. Und er möchte die Mannschaft dorthin zurückführen, der neue Kapitän Marcel Todt. Wir müssen einmal schauen, dass wir jetzt da gut reinstarten in die Saison. Ist schon mal gelungen mit dem Sieg letzte Woche, und an dem müssen wir halt anknüpfen. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel schauen und das Beste draus machen, weil Qualität hat die Mannschaft, das ist ganz klar. Und jede Woche müssen wir es halt erst einmal am Platz bringen. Wir versuchen halt einen guten Fußball zu spielen, attraktiv zu spielen, nach vorne zu spielen, und ja, was dann rauskommt, werden wir dann sehen, einmal im Winter. Aber ich glaube und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das sehr gut gelingen wird. Der neue SV Horn also. Und Sie sind ein Teil davon.